Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Montag, ich hoffe ihr seid gut in die neue Woche reingekommen. Wir haben immer noch nicht die Mikrowelle eingeschaltet, die Uhr, aber gleich 4 Uhr. Ich habe euch bis jetzt nur im Haul mitgenommen. Es gibt heute einen Haul tatsächlich, weil Mittwoch ist die Family ja gar nicht mehr da. Rafi hat dementsprechend kein Training. Rafi sitzt gerade nämlich hier und isst was. Der ist gerade erst von der Schule nach Hause gekommen. Vor ungefähr 20 Minuten, Viertelstunde. Ja. Dementsprechend fährt keiner auch von uns zum Einkaufen groß, ne? So ein Wocheneinkauf. Haben wir heute Mittag erledigt. Ich war nämlich beim Hausarzt und danach waren wir, wo waren wir denn jetzt? Apotheke, Rossmann und Lidl. Und bei meiner Mama ganz kurz, genau. Ja, und das habe ich euch jetzt gezeigt im Hall, was wir da alles eingekauft haben, was der Arzt gemacht hat, gesagt hat, nicht wirklich was, also abgetastet, kann man sowieso nicht großartig was merken, ne? So, ne? Ja, jetzt habe ich morgen Bluttest. Dann sehen wir weiter. Mir ist nicht. Ich habe jetzt mein Physiorezept neues gekriegt und meine Medikamente und ansonsten abwarten, was der Bluttest von sich gibt. Genau. Jetzt bin ich hier in der Küche und will erstmal Nachtisch machen. Ich fange heute tatsächlich mit dem Nachtisch an, weil es nämlich ein bisschen durchziehen muss. Rafi macht komische Geräusche mit Ketchupflasche, wohlgemerkt. Der ist alle, dann musst du die Flasche auch schon wegschmeißen. Ich mache jetzt Nachtisch und stelle den in den Kühlschrank und dann machen wir ja ein bisschen später mit dem Abendessen weiter. Zwischendurch muss ein bisschen Haushalt erledigt werden. Was mache ich denn jetzt zum Abendessen, zum Nachtisch? Ich mache sowas ähnliches wie Tiramisu oder man kann einfach sagen Schichtdessert mit Früchten. Ich habe hier Löffelbiskuits ohne Zuckerschicht drauf. Finde ich einfach besser für sowas. Dann habe ich Erdbeerchen und die Mango, die ich letzte Woche gekauft habe, habe ich jetzt geschnitten. Also ich habe den Knochen oder Kern nennt sich das, ne? Den Kern, nicht Knochen. Auf Russisch Kostatschka, also kann man auch, also Knochen eigentlich, ne? Also Kern rausgepult. Mango zu verarbeiten ist manchmal echt eine ganz schöne Sauerei. Ich habe es heute geschafft ohne. Ich zeige euch einfach mal, was ich mir so überlegt habe und wie ich das mache. So, wie ich nehme jetzt. Speisequark, Magerquark ist das, ne? Ja, Magerstufe. Mascarpone, aber nicht alles, glaube ich. Ein bisschen was davon. Schlagsahne kommt heute tatsächlich auch zum Einsatz. Vanillezucker, Sahnefestiger, Erdbeeren, Mango, logischerweise ein bisschen Zucker. Löffel Biskuits. Zum Tunken von Löffel Biskuits habe ich jetzt, überlege ich gerade noch, ob ich einfach mal Orangensaft oder sowas hole. Könnte man vielleicht besser machen. Ich habe sonst gedacht, in Milch. Normalerweise macht man das ja mit Kaffee, ne? Aber ich will jetzt keinen Kaffee. Ja, und obendrauf kommt einfach mal die Schokolade. Ich habe hier eine ganze Batterie an Helferlein, weil, oh, draußen macht mein Mann Krach. Der macht mein Auto mit dem Druckreiniger, ne? Hochdruckreiniger. Genau. Ich mache jetzt Erdbeeren und Mango nicht zusammen. Es werden einzelne Schichten sein, vermischt mit Quark. Also das wird jetzt einmal Erdbeerquark, eine Schicht, und eine Schicht wird dann Mangoquark sein. Deswegen machen wir das Ganze jetzt auch tatsächlich in mehreren Behältern. Gott sei Dank gibt es Geschirrspülmaschine. Fließend Wasser auch, so dass man nicht jetzt sich vor zu viel gebrauchten Geschirr fürchten muss. So, wir haben jetzt hier Mango in einem Helferlein. Den einen habe ich jetzt hier von Nicer Dicer. Der andere ist von Tupper, der Quick Chef. Ja. Ich mache Mangoquark ein bisschen weniger von der Menge.
Weil davon wird wirklich nur eine Schicht sein und von Dings sagt mir, Erdbeerquark wird ein bisschen mehr sein. Deswegen kommt hier auch nur ein Esslöffel Mascarpone rein und dann Zucker. Wie viel Zucker, das ist jedem selbst überlassen, wie süß man das haben möchte. Ich schmeiße jetzt einfach alles zusammen. Auch hier noch ein bisschen, so ein halbes Vanillezucker rein. Und dann wird die ganze Geschichte gehäckselt. Wunderbar. Die erste Schicht ist schon fertig. Okay, Sahne kommt gleich noch rein. Aber Sahne schlage ich einfach mal in meinem... Na komm! Wer hat es so gut zugemacht? In meinem Speedy auf. Raffi, du solltest eigentlich Müll rausbringen. Ne? Ja, ich mach Müll und auch deine Kompostbottich ist. So, Sahne und Sahnefestiger einfach mal hier in den Speedy rein. Die sind bei mir immer griffbereit, ne, nach dem Benutzen gleich abwaschen und wieder in den Schrank, so dass ich jetzt keine Mixer oder sonst was zusammenbasteln muss. Zack, und dann wird die Sahne aufgetragen. So, ein paar Umdrehungen und dann ist die Sahne auch schon fertig. Und hier machen wir jetzt die gleiche Geschichte wie mit Mango, nur mit Erdbeeren. Einfach mal Erdbeeren und den restlichen Quark. Dann machen wir jetzt noch Mascarpone rein. Auch hier Zucker. Und den Rest von Vanillezucker. Und dann. So. Und in jeden von den Bottichen, also in jedes Teil hier, gebe ich einfach mal ein paar Löffel Sahne rein. Erstmal hier. Und hier auch gleich die restliche Sahne einrühren. Ich mache jetzt dieses Tiramisu einfach mal in der Schüssel vom Meister Deißer Chef. Raffi hat sich gerade zu Papa gesellt, weil mit so einem Hochdruckreiniger zu spielen macht natürlich Spaß, ne? Typisch Jungs. Macht gerade damit. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir machen einfach nur noch alles zusammenbasteln. Und zwar, ich mache jetzt einfach mal eine Schicht. Nehmen wir den Löffel. Minimal unten. Erdbeerquark. Am besten natürlich ohne viel Geklecker. Mmh, lecker. Und dann habe ich hier Orangensaft. Einfach mal ganz kurz Löffel Biskuits reintunken. Und dann auslegen. So. Eine Schicht haben wir. Jetzt gebe ich nochmal Erdbeerquark einfach mal drüber. Die nächste Schicht einfach auslegen. So, dann nehmen wir einfach mal den anderen Quark, den Mangoquark, und verteilen hier. Davon wird nur eine Schicht sein.
Könnte ich so löffeln. So, wir legen jetzt einfach die Restbrötchen auf. Löffel Biskuits. Ja, und jetzt nur noch die Erdbeerschicht und die Schokolade drüber reiben. So. Das ist jetzt, also ich finde, das sieht richtig toll aus mit den rosa und gelben Schichten. Und jetzt mache ich einfach nur noch die Schokolade durch meine Reibe hier durchjagen und drüber streuen. Mir passiert hier nichts. Die Schokolade ist fertig gerieben. Und jetzt kommt sie einfach mal drüber. So schaut's aus. Das ist jetzt mein Erdbeer-Mango-Tiramisu. Yep. Ich räume das jetzt in den Kühlschrank, den Rest hier einfach mal auch weg und dann geht's weiter. Bevor ich Abendessen mache, habe ich noch ein paar Kleinigkeiten im Haushalt zu erledigen, denn die Waschmaschine ist nämlich schon wieder fertig. Ich habe gestern die Bettwäsche nämlich nicht gewaschen. Das habe ich jetzt gemacht, also vorhin. Muss aufgehängt werden, das was von gestern abgenommen und wenigstens einmal hier durchgesaugt werden. Also so großartig globale Sachen werde ich heute gar nicht mehr anfangen. Ja, nur noch kochen nachher. Aber ansonsten so ein paar Kleinigkeiten im Haushalt müssen noch gemacht werden. Ja, und dann natürlich kochen. Ich habe jetzt ein bisschen Haushalt erledigt. Ich habe nicht überall euch jetzt mitgenommen, was ich so alles gemacht habe. Ja, das ist dann doch ziemlich zeitaufwendig, die Kamera mitzuschleppen, die hinzustellen und so weiter. Deswegen habe ich jetzt, wie ich das ganze Haus hier oder untere Etage komplett durchsauge oder die Wäsche fertig zusammenlege. Ich habe jetzt kleine Ausschnitte davon gemacht, aber ansonsten habt ihr schon tausendmal gesehen, glaube ich. Genau. Und jetzt nehme ich euch einfach mal beim Kochen mit. Und heute gibt es wieder mal nichts besonders Aufwendiges oder Spektakuläres oder was auch immer. Die Zeit drängt nämlich so ganz dezent. Es ist jetzt auch immer noch nicht angestellt. Das blinkt immer noch. Muss ich unbedingt die Uhrzeit einstellen. Wir haben jetzt schon 5:30. Deswegen, ja, muss ich jetzt was schnell machen. Und zwar mit Hähnchenbrustfilet. Ich habe es gestern aufgetaut und heute noch 2 Stückchen, also so eine Packung dazu gekauft, weil ja, sonst wäre es nicht genug. Und ich mache das wirklich ganz einfach und easy, nur mit einer Soße im Backofen.
Und dazu überlege ich gerade, ob ich Nudeln mache oder Reis. Das frage ich gleich die Familie, wenn sie eintrudeln. Ja, ich habe jetzt hier meine ofenfeste Pfanne mit minimal Rama drin. Margarine habe ich jetzt aus der Packung rausgeholt. Die Packung war im Kühlschrank und da war wirklich nur noch ein Teelöffel drin. Und dann habe ich hier mein Hähnchenbrustfilet. Und dann für die Soße nehme ich Rama zum Kochen, Tomatenmark, Creme Leicht, ein bisschen Frischkäse und Gewürze. Mehr wird es nicht sein, weil ja, so ist das halt. Ne? Also einfache, ich sag mal, Rahmsoße, Sahnesoße, was auch immer. Ja, so sieht's aus. Und bevor ich das Fleisch jetzt hier anbrate, werde ich schon mal von der einen Seite würzen. Salz und Pfeffer. So. Erstmal Salz. Der Tisch ist sauber, also die Arbeitsfläche, deswegen lege ich das jetzt hier hin. Dann kann ich alles mit einem Schwung hier ein bisschen würzen. Salz, Pfeffer und ein bisschen Paprikapulver. Ja, und dann ab in die Pfanne. Einfach mal anbraten. Und dann von der anderen Seite einfach mal auch würzen. Salz, Pfeffer und dann umdrehen, wenn das ein bisschen angebraten ist. Den Backofen habe ich schon angeschmissen und jetzt mache ich einfach mal die Soße. Und wie ich schon gesagt habe, ich schmeiße jetzt einfach alles Mögliche an Frischkäse. Ich habe hier Reste, Frischkäse mit frischem Knoblauch. Dann hier Brisso, Kirsch, Tomate, Chili. Kommt auch rein. Das wird so eine Art Frischkäse-Hähnchen-Brustfilet sein. Dann Creme Leicht habe ich auch noch ein bisschen da, eine halbe Packung. Und ich kann es sehr gut. Und dann Rama zum Kochen. Einfach mal reingeben. Ich nehme mal beide Flaschen dazu. Und dann beide Flaschen leicht ausspülen, also Wasser reinmachen. In der Zwischenzeit muss man einmal gucken, ob wir das Fleisch umdrehen müssen. Wenn es einmal kurz angebraten ist, obwohl kann man sogar noch ein bisschen lassen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen von Kräuterfrischkäse. Einfach auch noch mit rein. Und verrühren. Das wird jetzt die Soße sein. Mir wird das tatsächlich nicht sein. Das ist wirklich super lecker. Es ist wirklich super lecker. Natürlich ist es nichts für diejenigen, die Frischkäse nicht mögen. Oder ja, warum auch immer dagegen sind. Ich mag das total gerne. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen würzen. Ein bisschen Salz. Auch hier ein bisschen Pfeffer, Tomatenmark wollte ich unbedingt auch noch mit reingeben. Ein bisschen Basilikum und ein bisschen Dill. Jetzt drehe ich das Fleisch einmal um und bastel weiter an der Soße. So, die ganze Geschichte einmal gut umrühren, damit auch das Tomatenmark sich gut einrührt. Und ich habe, glaube ich, hier noch ein bisschen Rest. Also um Rest rauszukriegen, muss man einfach nur so machen. Auf der Tischkante.
Und dann kriegen wir noch was raus, tatsächlich. Und ich gebe noch ein bisschen mehr Wasser mit rein. Ja, und jetzt machen wir einfach den Herd aus, geben die Soße drüber. Deckel drauf und schieben die ganze Geschichte in den Backofen bei 200 Grad für bis die fertig sind. Also das kann ich jetzt beim besten Willen nicht sagen, das mache ich nicht jeden Tag, ist auch kein Kuchen. Bei Fleisch, das ist immer unterschiedlich. Man richtet sich am besten nach dem dicksten Stück. Man muss halt gucken, dass das durch ist. Zum Schluss werde ich für ein paar Minuten noch erstmal das rausholen und vielleicht ein bisschen entweder ja so angerührtes Mehl oder Speisestärke oder eben auch Soßenbinder reinrühren, damit es etwas dickflüssiger wird. Und das ist dann jetzt unsere ja, ich sag mal, Soße mit Fleisch. Und was dazu, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Dazu passt eigentlich alles. Ihr könnt machen, was ihr so am liebsten mögt, wie, was weiß ich, Reis, Kartoffeln, Nudeln, Buchweizen, Perlgraupen. Was man am liebsten hat, das kann man dazu machen. Ich frage gleich meine Familie, was sie dazu lieber haben wollen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Dirk und Ise nach Nudeln brüllen. Raffi hat vorhin schon sich geäußert, Reis wäre ihm recht. Mir ist das eigentlich wurscht. Also mal gucken, also lasst euch überraschen, was dazu jetzt gemacht wird. Ich zeige euch auf jeden Fall die ganze Geschichte, wenn die fertig ist. So ihr Lieben, das ist jetzt das Essen. Wie gesagt, nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, schnell, aber super lecker. Die Family ist hier schon versammelt, deswegen melde ich mich später noch einmal bei euch. So ihr Lieben, das Essen ist abgehandelt, fertig. Die hungrige Meute war begeistert, das hat super geschmeckt. Tatsächlich war die Soße sowas von lecker und das Fleisch butterzart. Und das Tiramisu, also ich mag ja sowas sehr gerne, so ein Schlabberzeug. Genau, wollte ich nur kurz berichten. Und gerade jetzt koche ich, ja in der Küche ist wie in der Sauna momentan, stehen drei Töpfe auf dem Herd mit Kartoffeln, mit rote Beete und mit Möhren. Damit ich morgen den Salat schnippeln kann. Ich habe mich nämlich bereit erklärt, für die Pfadfinder, für Chila, Vinaigrette zu machen. Und Muffins. Und was noch? Also, ich habe meine Mutter auf jeden Fall noch rekrutiert. Die macht Pfannkuchen am Mittwoch noch. Bevor sie losfahren, fährt Dirk da vorbei und nimmt welche mit. Denn am Mittwoch wird ja nur aufgebaut. Da haben sie keine Zeit, irgendwie was zu kochen. Da wird alles erst so, ne? Fertiggestellt, Küchenzelt und so weiter und so fort. Und deswegen machen die immer Potluck. Das heißt, jeder bringt was mit, was man so mitbringen möchte. Salate, irgendwelche Frikadellen oder sonst irgendwas. Und dann wird das einfach hingestellt und jeder bedient sich, damit sie nicht auch noch den Gasherd anschmeißen müssen, Gaskocher und so weiter. Ne? Deswegen habe ich morgen auch noch wieder einiges zu tun. Dirk rennt hier den ganzen Tag schon seit ja, mehrere Tage hin und her und packt den Anhänger fertig mit allen möglichen Zeugs, ja, was da so jetzt benötigt wird, auch die Kiste mit Abzeichen, weil auf Nichila, da werden auch Leute aufgenommen, na, also neue Pfadfinder, Jungpfadfinder oder die früheren Pfadfinder werden zu Scouts, da haben wir auch noch ein oder zwei Exemplare, die jetzt zu Scouts werden. Raffi noch nicht, der ist noch zu jung. Auf jeden Fall, der hat auch einiges zu tun und zu organisieren. Und ich helfe, wo ich kann, auch wenn es nur damit ist, dass ich das Essen dann für den Mittwoch beisteuere. Ja, morgen habe ich noch einen Bluttest. Ganz früh am Morgen muss ich dafür in die Stadt, nach Bevensen, weil bei uns ist die Praxis momentan zu. Aus welchem Grund auch immer, nicht genug Ärzte vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich dafür nach Bevensen. Ich werde gucken, ob der Friseur da schon auf hat. Keine Ahnung, ab wann die aufmachen. Und eventuell mir die Haare schneiden lassen. Boah, ich sehe ja schon wieder aus wie so ein Yeti zugewachsen. Muss auch mal wieder sein. Und ansonsten mache ich das dann irgendwann mal die nächsten Tage.
wenn es morgen nicht klappt. Ich nehme euch morgen mit, wo ich kann. Auf jeden Fall beim Schnippeln und Kochen und Backen. Haushalt muss ich gucken, was ich morgen überhaupt alles schaffe. Ich nehme mir nichts vor, weil die Vorbereitungen für Chile stehen im Vordergrund logischerweise. Und ansonsten war es das auch von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ihr dürft auch gerne mein Video in anderen Social Medias teilen und euren Freunden empfehlen, wenn ihr natürlich wollt, wenn es euch gefällt und ihr denkt, dass jemand anderen das auch noch gefallen würde. Würde mich auch sehr freuen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, für die zahlreichen Kommentare, die ja mit jedem Tag immer mehr kommen, immer mehr unter jedem Video kommen immer mehr Kommentare. Das freut mich auch riesig. Ich versuche auch immer wieder alle zu beantworten. Und wenn es nicht klappt, versuche ich dann wenigstens mein Herzchen und Daumen hoch zu geben, damit ihr seht, ich habe es gesehen, ich habe es gelesen. Also wenn ich es nicht beantwortet habe, nicht böse sein. Ich schaffe nicht alles. Also es wird immer mehr. Klar, ich freue mich auch darüber, mit jedem Tag immer neue Abonnenten dazu und dementsprechend auch die Kommentare. Wenn wichtige Fragen kommen, beantworte ich die natürlich so schnell wie möglich, ob nun jetzt in den Kommentaren oder auch im nächsten Video oder so. Falls ihr irgendwas wissen wollt, irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch. Ja. An dieser Stelle wünsche ich euch natürlich morgen einen schönen Tag, weil das Video kommt ja spät abends. Und bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.